vielleicht so von den Wattpad-Autoren. Ja, genau. Also wie das eigentlich alles zustande kommt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch Wattpad? Ja. hat jemand das mitgekriegt, dass da eine Autorin oder besser gesagt zwei Autorinnen dieses Flughafenprojekt irgendwie in Gang bringen wollten? Ich hab jetzt die Namen vergessen, das ist auch nicht so gut. Tacy und irgendwer anders noch. Vielleicht Tera? Nee, die nicht. Teoxic? Tacy kenne ich, aber ich kenne nur noch. Sorry, keine Ahnung. Muss ich nachgucken. Okay, zwei Wattpad-Autoren. Ja, zwei Wattpad-Autoren haben das versucht in die Wege zu leiten über eine WhatsApp-Gruppe und haben da ganz viele Menschen reingebracht. Das Ding ist, dass sie Regeln aufgestellt haben und sich ganz viele daran nicht gehalten haben. Und sie dachten sich so, wenn es in der WhatsApp-Gruppe schon nicht funktioniert, funktioniert es im echten Leben auch nicht. Das heißt, dass das Flughafenprojekt ein komplettes Chaos werden kann, dann am Zeitpunkt, am Ort, am Flughafen und so. Ja, und dann haben sie sozusagen wieder aufgelöst. Die WhatsApp-Gruppe besteht aber noch und ich habe mich mit ein paar verlässlichen Menschen daraus zusammengetan und führe das jetzt weiter. Die Autorinnen wissen auch Bescheid. Ja, genau. Und seit wie vielen Monaten, also wann war das wieder? Das ist schon Ewigkeit mehr. Seit vielen Monaten? Ja. Bevor man überhaupt wusste, dass BTS nach Deutschland kommen würde? Das ist übel. Es stand noch nicht mal fest, dass es ein Konzertticket und trotzdem haben sie sich schon zusammengetan, weil es ja irgendwie absehbar war, dass BTS nach Fliegern mal wieder herkommt. Und ja. Da kamen wir dann wieder in die Geschichte. Hania, die hatte nämlich aufgeregt ein Bild in die Berliner Armys WhatsApp-Gruppe geschickt, nämlich Berlin kommt nach Deutschland. Das hört man so oft. Berlin kommt nach Deutschland? Quatsch. BTS kommt nach Deutschland. Genau. BTS kommt nach Deutschland. Das hört man so oft. Es gab so oft falsche Gerüchte. Ja. Ich guck mal zuerst auf die iBickets-Seite. Dann ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich habe erstmal geschrien. Da ich auch schon so länger mit den Gedanken gespielt hatte, so ein Flughafenprojekt zu machen und da ich wusste, dass das Projekt immer größer werden würde und sich Richtung Fanbase bewegt, dachte ich mir so, ja okay, jetzt oder nie. Und habe da sofort einen Flyer gemacht, rausgeworfen, die ganze Promotion gemacht, so den Admins bis um 3 Uhr morgens kommen, so genervt, so postet das auf Facebook, das muss sofort auf Instagram, Twitter, so alles mögliche, so alles raus, so an die Berliner Army-Gruppe, so auch sofort so, ja, das postet ihr jetzt überall, schickt es an allen euren Freunden weiter. Und ja, somit hatten wir dann am Ende doch so einen Fuß in der Türspalte mit einem Flughafenprojekt, weil irgendwie waren wir die Ersten, bei denen sich das so schnell und so weit verbreitet hat. Eins oder zwei Tage später kam dann Valeria, unsere Instagram-Admin, zu mir so, du, ich will jemand mit dir wegen dem Flughafenprojekt sprechen. Ich leite die mal nicht weiter. Das war Lia. Ja. Ja, die hatte dann mit Ed gesprochen und hatte auch so von riesigen Zahlen an Menschen gesprochen, die da schon dabei wären. Und da dachte ich mir so, okay, dann sollten wir sich wieder zusammenschließen. Weil so zwei große Mengen gegeneinander, das vor allem dann noch im Flughafen. So ein kleiner Flughafen wie Tegel. Das geht nicht gut aus. So ich bin zwar alt genug, um ins Gefängnis zu kommen, aber ich verzichte gerne drauf. So, lieber zusammenschließen, es friedlich machen. Sehr. Ja, und dann hatten wir uns beide zusammengesetzt. In so einem Café. Hatten das alles entwickelt, hatten Flughafen Tegel angeschrieben. Und gewartet auf eine Antwort. Wir warten immer noch auf diese Antwort. Aber dadurch, dass das Flughafenprojekt auch so groß wurde, also davor war ich schon mit so großen Fanbases in der Twitter-Gruppe. Danach wurden die noch weiter auf uns aufmerksam und hatten uns dann in die Elliot Army reingebracht, weil das Flughafenprojekt, das läuft jetzt auch so unter Berliner Army, aber auch so im großen Rahmen, so Elliot Army. So. Oh, und ja, da hatten wir auch noch, also erstmal Unterstützung, dadurch ist es dann noch offizieller geworden. Und dann auch eine Freundin von BTSX Germany, viele Grüße, hatte uns dann auch an die Purple Ribbon Army weitergeleitet. An die Purple Ribbon Army, das ist sehr interessant, nämlich ein Tag unser Flughafenprojekt, ich hatte es gelauncht,
rausgebracht. Ich wusste überhaupt nicht von der Purple Ribbon Army. Nämlich die Purple Ribbon Army hatte nämlich auch nur einen Tag davor ihren Twitter-Account öffentlich gemacht, bevor ich das veröffentlicht hatte, unser Flughafenprojekt. Das heißt, die sind eigentlich komplett fast zeitgleich entstanden, wussten überhaupt nichts davon. Und dann kamen so laute Fragen so, ihr macht ja die Purple Ribbon Army nach. So, ja, okay. So, unser Projekt gab es eigentlich schon länger, bevor das in L.A., bevor die in L.A. gelandet sind. Aber ja, wir arbeiten jetzt auch mit der Purple Ribbon Army zusammen und mit der Army Protection Squad, womit es dann so, bevor es irgendwelche Vorwürfe gibt, wir machen irgendjemanden nach oder dass es irgendwelche Fläche geben könnte, so, die arbeiten eigentlich so ziemlich mit allen Leuten zusammen. Das sind eigentlich alle großen Army Bases mit auf dem Boot. Wir unterstützen dann auch Winter Allied Army. Es geht einfach darum, wir sind größere Fanbases, wir packen die Ideen zusammen. Also die Projekte, jede Fanbase leitet sie noch, aber die kriegt noch die Unterstützung von den anderen Fanbases, was eine coole Sache ist. Ja. Beim Flughafenprojekt und sich selbst, es läuft jetzt gerade das Screening, es wird noch an Leuten geschickt, das Screening-Formular. Dann wird man erfahren, ob man durchkommt. So Tag der Ankunft wird 14 Tage davor Bescheid gesagt. Zeit der Ankunft wird nur 6 Stunden davor gesagt, weil wir verhindern möchten, dass Leute, so verrückte Leute, warum auch immer, sich ein Ticket für den selben Flug kaufen wollen und es dann auch schaffen. Also wir wollen diesen Leuten nicht helfen, dann auch noch so an Tickets ranzukommen, sich zu neben BTS zu setzen und sie dann zu stören. Und die Arme werden so miteinander verlinkt, so werden so miteinander sein, da kann auch versuchen mal wegzurennen. Genau. Funktioniert nicht. Sollte nicht funktionieren. Sollte nicht funktionieren. Und ja. Wenn sollte jemand versuchen wegzurennen, ruft sofort die Security, die sind da. Rennt sich selber hinterher, ganz blöde Idee. Sehr blöde Idee. Ich meine, BTS hat ihre eigene Security und Stuff und alles und wenn die denken, ihr seid sonst was, kriegt ihr entweder eine Hand ins Gesicht. Es gibt genug Videos auf YouTube, was ich gesehen habe und dann dachte ich mir so, okay. Lieber nicht. Lieber nicht. Starke Leute. Mhm. Furchterfließende Leute, die man nicht als Gegner haben. Nee. Möchte man sich lieber zum Freund. So, und gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Ich würde fragen, also werden jetzt wirklich nur die Größten und Stärksten nach vorne gestellt oder? Es wird noch gesehen. Wir achten erst in erster Linie darauf, dass die Person die richtigen Absichten hat. Nicht, dass sie da mitmacht, weil sie denkt so, oh mein Gott, ich will BTS und ich will die anfassen. So solche Leute lassen wir überhaupt nicht rein. Das ist erst Priorität. Klar. Und dann gucken wir halt. Und wir möchten das alles so einreihen, dass es keine Verletzten gibt. Ja. Weder BTS noch deren Stuff noch wir. Ja. Ja, weil muss nicht sein. Mhm. Oder andere Passanten oder. Alle, die am Flughafen sich befinden, das muss einfach nicht sein. Wirklich. Okay. Also da kann man auch ganz schnell meine Anzeige da auf jeden Fall auf eins kommen. Ja, und wir möchten auch verhindern, dass so der ganze Flughafenverkehr in Tegel lahmgelegt wird, weil ich meine, das ist ein kleiner Flughafen, ein sehr kleiner Flughafen. Es sind sehr viele Armys. Was meint ihr mit Nachrennen? Also jetzt aus der Kette? So? Wie? Wenn jetzt einer aus der Kette sich das in den Nachrennen oder wie? Genau. Wenn du vorne in der Kette stehst, dass du den nicht nachrennen sollst. Ah, okay. Wenn sich jemand durchdrängelt oder sonst was sich daraus löst. Okay. Ist blöd, am Ende wirst du vielleicht auch verletzt. Man weiß ja nie, was passieren kann. Ne? Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht's weiter zum Wettbewerb Run Army. Ja, ich bin eine Dork. Und ich weiß jetzt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie ich es geschafft habe, die Leitung für dieses Projekt hier zu übernehmen.